Ja, Mai. Mahlzeit zusammen nochmal. Ich wollte eigentlich nur mal ein kurzes Video machen zum Thema Kommentare. Und ja, also wenn ihr irgendwie in den Kommentaren Fragen stellt, dann kann das gut sein, dass ich das gar nicht so schnell mitkriege, weil ich nur sporadisch Kommentare lese, muss ich ehrlich mal zugeben. Konkret ist es so, manchmal fällt mir was auf. Dann ist es so, schreiben tue ich sowieso eigentlich nie, wenn es nicht in ein, zwei Sätzen getan ist, jedenfalls. Ich kann scheiße schreiben, ich habe so ein Zehnfinger, also ein Zweifinger-Tippsystem. Ansonsten, es nervt mich einfach. Also wenn überhaupt, dann mache ich lieber ratzfatz ein Video und lade das hoch zum Thema. Meinetwegen auch, wenn nur eine Frage von, die also jetzt nicht für viele interessant ist, sondern nur für einen, ist mir auch scheißegal, mache ich trotzdem. Aber ich schreibe nichts. Also dann, wie gesagt, Video mache ich in wenigen Minuten und das ist für mich kein Thema. Da labere ich so vor mich hin und das andere nervt nur. Zumal, wenn man eine Antwort gibt, kommt wieder eine Gegenfrage, antworte ich wieder, kommt eine Gegenfrage. Macht keinen Sinn. Also im Video kann ich schnell allerhand dazu erzählen, eine ganze Menge quatschen und so mache ich das halt. Dann ist es noch so, manche versuchen mich anzurufen, weil meine Handynummer ja auch in meinem Community-Dings da steht. Könnte natürlich auch machen, schreibe ich da ja auch. Aber das Problem ist, ich gehe nicht ran, wenn ich eine Nummer nicht in meinen Kontaktdaten gespeichert habe. Also grundsätzlich nicht. Und zwar müsste er mir dann praktisch unter dieser Handynummer per WhatsApp einfach eine Nachricht schreiben oder Sprachnachricht. Ich antworte sowieso mit einer Sprachnachricht, allein auch wieder aus Zeitgründen. Das geht halt schnell und fix. Und dann können wir praktisch darüber erstmal, sage ich mal, Kontakt aufnehmen. Ist es irgendwie so, dass ihr dann bei mir Kunde werden würdet, dann kommt ihr in meine Kontaktdatenbank. Ab dann würde ich auch, wenn ich sehe, wer anruft, rangehen. Wenn ich nur eine Nummer sehe, die ich nicht gespeichert habe, gehe ich nicht ran und ohne Rufnummernübertragung sowieso gar nicht mal. Das jetzt mal nur zur Erklärung. Dann ist es noch so, ich mache die Videos nicht, um Kunden zu bekommen. Kunden habe ich mehr als genug. Ich nehme eigentlich gar keine neuen Kunden an. Es sei denn, ja, wie soll ich sagen, Vergaser könnt ihr mir schicken, so viel ihr wollt. Das mache ich so nebenbei mit, sage ich mal. Aber nach meinen OPs und meiner Krankheit, sage ich mal, ich kann eh nur noch so zwei, drei Mopeds die Woche machen und bin mit meinem derzeitigen Kundenbestand, also von früher bis 2016, das waren weit über 1000 Kunden. Und selbst wenn davon jetzt nur noch ein paar hundert kommen oder mal nachfragen, es ist einfach Arbeit ohne Ende, für mich reichlich und zu viel genau genommen sogar. Also ich mache das nicht wegen neuer Kunden, sondern einfach nur, weil ich es ganz gerne mache. Ein bisschen rumlabern, ein bisschen Videos machen und naja, das ist es eigentlich. So viel dazu. Wie gesagt, fragen könnt ihr mich zu allen möglichen Mopeds. Ich mache jetzt zwar hervorragend Japaner und Ducati bis 998, aber früher habe ich auch sehr viel Aprilia, MV Agusta, BMW. Das Einzige, was ich wirklich nicht mache und auch nie Bock hatte, das ist Harley und Buell. Also das ist jetzt nicht persönlich zu nehmen, aber ich stehe einfach gar nicht auf die Dinger. Alles andere, früher hätte ich auch niemals einen Roller mit dem Arsch angeguckt und jetzt habe ich mir selber einen Honda Helix CN250 gekauft. Coole Sache. Zeige ich euch demnächst mal nochmal ausführlicher. Aber das heißt nicht, dass ich Roller annehmen würde, auf keinen Fall. Also das ist wirklich nur für mich privat die Ausnahme, weil ich das Ding echt scharf finde, um abends mal schnell noch zum Pferdchen zu fahren und nicht mit dem Transporter. Und ohne Schalten, weil mit meinen alten Lichtknochen ist sogar das Kuppeln und Schalten schon so ein bisschen anstrengend für mich und mein Motorrad das Bein über die Sitzbank zu kriegen, wird auch nicht einfacher. Und insofern ist da dieser geile Roller bequem wie ein Sofa. Ist schon cool, wenn er auch scheiße aussieht. Naja, genug gelabert. Das war's dann für heute. Bis dahin. Schönen Restsonntag, der Dirk war's. Jetzt wisst ihr aber schon wieder mehr.